Neue Wendung in der Ukraine-Affäre um Donald Trump. Der US-Präsident hat den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky zu Ermittlungen im Fall Biden aufgefordert. Dies geht aus dem vom Weißen Haus veröffentlichten Wortlaut des Gesprächs zwischen Trump und Zelensky hervor. Die vom US-Präsidenten geforderten Ermittlungen könnten Trumps demokratischem Rivalen Joe Biden im Wahlkampf schaden. Bidens Sohn Hunter arbeitete früher für ein ukrainisches Gasunternehmen. In der Firma soll es Fälle von Korruption gegeben haben. Trump wird vorgeworfen, die Freigabe von US-Militärhilfen an die Ukraine an die Lieferung von belastendem Material über Hunter Biden geknüpft zu haben. Wegen der Ukraine-Affäre haben die oppositionellen Demokraten im US-Kongress erste Schritte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet. Trump weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und spricht von einer Hexenjagd.